vermaledeiten Abstiegszone. Ball ist jetzt im Aus, im Tor aus. Es gibt eine Ecke, hätte ich gedacht, für Augsburg, das weiterhin diesem Rückstand hinterherläuft. Aber langsam auch so ein bisschen verkrampft. Alle Wechsel sind durchgeführt worden. Der Ball bei Ron-Robert Zieler gibt also Abstoß. Ja, Ron-Robert Zieler hat sich vorhin behandeln lassen. Er ist wieder fit und eben wurde uns hier so eine Zeitlupe gezeigt, wo einem so ein bisschen übel wird. Da hatte es Martin Hinteregger erwischt. Er war praktisch eingeklemmt im Sprungversuch zwischen einem Augsburger und einem Stuttgarter. Ging zu Boden, da rasselte der Hals mal so richtig durch. Aber auch er ist wieder dabei. Abstoß ausgeführt von Ron-Robert Zieler, nur knapp über die Mittellinie. Und dann auch noch ins Aus. Also das ist jetzt eher wirklich Zeitspiel. Deswegen Zeitspiel mögen wir nicht. Dortmund gegen Freiburg. Ist da mehr los? Ja, 1:0 steht es für Dortmund. Freiburg jetzt mit einem Konterversuch. Dann gibt es das Foulspiel und wird eine gelbe Karte geben. Ganz klar gegen Lukas Piszczek. Taktisches Foul in dieser Aktion. Da hat es eine Ecke vorher gegeben für Schwarz-Gelb. Und Jadon Sancho, der vorher ein Tänzchen mit Dominik Heinz durchführte. Genau das Tänzchen hatten wir auch in der ersten Halbzeit kurz vor der Pause da im Strafraum. Und Heinz dann mit dem klaren Foul. Und deshalb gab es den Elfmeter. Und den hat Reus sicher verwandelt. Und deshalb steht es immer noch 1:0 für Dortmund. Eben tanzte er den Heinz aber mal so richtig aus. Ball rechts vorbeigelegt, er selber links vorbeigegangen. Und die Flanke wurde dann vom zurückgehaltenen Luca Waldschmidt so gerade noch entschärft. Jetzt kommt Freiburg. Ball ist im 5-Meter-Raum. Kopfballabwehr erstmal der Dortmund. Er ist immer noch heiß. Zurückgelegt. Und dann behindern sie sich da gegenseitig. Aber es ist immer noch gefährlich. Und jetzt erstmal geklärt von den Dortmundern. Aber weiter Ballbesitz. Schuss aus der zweiten Reihe. Und Sie hören das hämische Gelächter der knapp 82.000 Zuschauer. Dieser Schuss von Stenzel ging etwa 10, 15 Meter über das Tor von Roman Bürki. Dortmund lässt nicht allzu viel an dicken Chancen zu, lässt Freiburg so ein bisschen mitspielen, ein bisschen mittun, ohne aber, dass die eben so richtig zwingend werden. Aber Dortmund lässt eben auch ein paar gute Szenen in der Offensive liegen. Und deshalb haben sie diesen knappen Vorsprung, eine Minute vor dem Ende immer noch dieses hauchdünne 1:0. 90. Minute läuft, gleich werden wir auch noch ein bisschen Nachspielzeit kriegen. Wie viel Zeit haben sie noch, die Bremer, gegen die Bayern, um den Ausgleich zu schaffen, Henry? 40 Sekunden exakt noch in der regulären Spielzeit. Gehe aber mal davon aus, dass 3-4 Minuten mindestens oben...